Was guckt ihr so? Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Manchmal frage ich mich, was ich für Begrüßungen mache, aber egal. Wir haben beim letzten Mal die Haarspange für dich gefunden, die wir dir gleich geben. Genau. Und wir wollen heute zu Beginn der Folge erstmal in die Chalice Dungeons reingucken. Und dafür müssen wir hier den Chimero-Kelch benutzen, glaube ich. Warum darf ich nicht direkt nach Symbolen suchen? Ich glaube, wir müssen die ersten zwei Ebenen machen. Stellen wir den einfach auf. Wird schon richtig sein. Zwei Ritualblut. Geteiltes festes Verlies. Ja, mach einfach. Stell einfach hin. Wird schon richtig sein. Sonst brauche ich halt... Habe ich was falsch gemacht? Oder warum passiert nichts? Es passiert wirklich nichts. Ich kann nicht rausgehen aus dem Menü. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Kommentare von euch. Guck ich mal nach denen in der... Sollte es immer so lang dauern? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ah, es ist was passiert. Okay. Das Verlies ist fertig und der Kelch ruht auf dem Altar. Das Verlies kann nun erkundet werden. Genau. Aber bevor wir in das Verlies gehen, wollen wir erstmal die Haarspange zurückgeben. Und Kommentare natürlich wieder. So, stellen wir uns auch wieder schön an der Wand, dass wir uns dabei betrachten können. Und haben ein wenig Lore zum Dark Beast Parl, zur Dunkelbestie Parl, von Achatun. Die Dunkelbestien wie Parl sind untote Bestien, die Elektrizität generieren können, wie im Kampf gegen ihn gesehen. Die Elektrizität hat den Erfinder Archibald fasziniert. Er hat die elektrische Spannung der Dunkelbestie studiert und nach dessen Vorbild das Funkenjägerabzeichen und die Trickwaffe Tonitrus entwickelt. Das ist dieser Kolben, den wir da letzte Folge hatten, der Elektro hat. Es ist wahrscheinlich, dass er zu diesem Zweck Parl gefangen genommen und an ihm herum experimentiert hat. Der Tunnel, durch den man zum Boss kommt, ist vermutlich seine Fluchtroute. Parl verblieb nach seiner Flucht vor dem Tor zu Alt-Janam als die untote Bestie, die man dort antrifft und bekämpft. Fand ich ganz interessant, deswegen habe ich den mal mit reingenommen. So ein bisschen Lore zu den Bossen ist hier immer cool. Ansonsten haben wir hier noch was zu den Blutkuren, den wir von der Geschäftsfrau und der Priesterin annehmen können. Und es passieren... die haben miteinander Beef, wenn man die annimmt. Und die töten... Ich glaube, die Klerikerin tötet die Geschäftsfrau. Kuro Shitsuji schreibt nämlich auch hier halt, was die verschiedenen Blutkuren von denen machen. Die eine halt 25% Leben und verbessert die Ausdauerregeneration. Und das andere macht 25% Leben und ein bisschen mehr Heilung over time, was recht stark sein soll. Das Blut von Adela. Aber scheinbar darf man das Blut bei beiden halt nicht öfter als zweimal nehmen. Wenn ich das Blut zweimal von der einen Frau nehme, mache ich mir auch sowieso noch was mit dem Secret Ending kaputt. Das will ich sowieso nicht, also von der Geschäftsfrau. Und von der Klerikerin kann ich es halt theoretisch zweimal nehmen, wenn ich möchte. Aber das ist halt einfach so eine einmalige Heilung, die man da abholen kann. Also, ja, nee. Ich glaube, die Blutkorn werde ich gar nicht nehmen. Aber schön, dass das hier alles nochmal erklärt wurde. Ja genau, hier ist es auch nochmal, wenn ich das Blut von Ariane dreimal nehme, wird die Klerikerin eifersüchtig und bringt Ariane um. Weil sie nicht möchte, dass ich das Blut von einer Geschäftsfrau nehme. Die Klerikerin möchte nur das Beste für dich. Genau. Und was haben wir hier noch? Ach ja, die kommen mit der Jägeraxt. Jerry. Jerry möchte, dass ich die Jägeraxt-Kombo mir angucke, weil die super cool sein soll. Lang oder kurz? Keine Ahnung. R2. Falsche Waffe. Habe ich ihn da in der Hand? So, jetzt. R2. Das wirkte nicht richtig. Machen wir mal den auf mit dem Großen. Die Kombo geht nicht. Ich habe meine Ausdauer. Ah, die hier meint er wahrscheinlich. Okay, warte, ich blende die mal kurz aus. Da, einfach einmal leicht und dann... Also kein aufgeladenen R2. Ja, ist eine coole Kombo. Ist auch sehr smashy. Ja, die kann ich mir gut vorstellen, dass die Gegner ultra wegstaggert. Aber kostet halt auch meine gesamte Ausdauer. So. Jetzt. Gehen wir nochmal kurz hier weg. Wir kommen gleich wieder. Puppe. Wir nehmen mich nochmal kurz in den Kathedralenbezirk. Da habe ich einen Gegenstand vergessen in der letzten Folge. Wir holen uns heute auch den Gegenstand, mit dem wir die Runen dann benutzen können. Heute ist Upgrade-Tag auf jeden Fall.
Aber die ganzen späteren Bosse werden eh schwer genug. Denke ich. Schätze ich. Ja. Wenn wir hier den Fahrstuhl hochfahren, der natürlich gerade nicht da ist, das ist scheinbar ein geheimer Tunnel, den ich damals gefunden habe, an den ich mich nicht erinnere. Und deswegen gucken wir kurz nochmal. Man soll sich in dem Tunnel hier umdrehen. Dann ist hier so ein Zwischenstockwerk zum Aussteigen. Oh, Tatsache. Ah ja. Hallo? Bin ich? Fährt es dann, wo ich denke, dass es führt? Nee, oder? Ah, wir sind einfach oben in der Ödeon-Kapelle, okay. Hier ist eine Kiste. Nö, nee, hieran erinnere ich mich gar nicht. Formloser Ödon. Okay, was macht formloser Ödon? Maximale tragbare Quicksilberkugeln plus 4. Hm. Okay. Und der Botenuhrenentanz. Wahrscheinlich Kleidung für die Boten. Und hier kann ich runterhüpfen. Hallo. Okay, dann mal zurück zum Traum. Und dann gehen wir die Schleife ab. Und dann kümmere ich mich um Chalice Dungeons, wo ich... Weiß ich nicht, wie viel ich drin lasse. So ein bisschen was können wir schon drin lassen. Ein bisschen Bonus hier. So, aber erstmal geben wir ihr ihre Haarnadel, die wir gefunden haben in der Echtwelt. Home, good hunter. Hier, dein kleiner Haarschmuck. What? What is this? I can't remember. Not a thing, only I feel a yearning, something I never felt before. What's happening to me? Tell me, Hunter, could this be joy? Ein Tränensteinchen. Welcome, what is it? Kann ich noch mit dir drüber reden? Over time, countless hunters have visited this dream. The graves here stand in their memory. It all seems so long ago now. Okay. Farewell, good hunter. May you find your worth. Ja, ja, ist eben eher Puppe. Vielen Dank. Der Tränenstein ist, glaube ich, ein Sockel. Ein Blutedelstein. Den man irgendwo einsetzen kann. Vielleicht täusche ich mich auch. Keine Ahnung. Hier geht der auf jeden Fall keine Waffe. Gucken wir uns an. Ja. Man muss es verwenden. Bringt Tropfen Blutedelstein. Ah. Silbender glänzender Tränenstein zur Verwendung in einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Eine Puppe vergießt weder Blut noch Tränen und so bleibt seine wahre Natur unbekannt. Wer auch immer glaubt, dass er wertvoll ist, könnte nur von ernster Naivität befallen sein. Verwenden. Rock. Tränenblutedelstein. So. Jetzt haben wir einen Blutedelstein. Und dann passt in alle Slots rein. Guck mal. Und er macht einfach nur dauerhafte Gesundheitspunkte gewinn plus 2. Ja, besser, dass unsere Waffe Feuerschaden macht, ne? Ich weiß nicht, Feuerschaden ist auch gut gegen Bestien. Ist der Bestien... Eigentlich klingt es mega strong. Ich bin aber vielleicht auch einfach doof, weil ich es nicht verstehe. Also die Skalierung wird auf jeden Fall schlechter. Weil wir machen halt statt plus 36 Schaden nur noch plus 14 Schaden. Aber allgemein gegen Bestien sollten wir ja viel stärker sein. Weil jetzt jeder Schlag noch Feuerschaden macht. Und Bestien hassen Feuer und Bestien hassen diese Waffe. Ja, finden wir heraus. Gehen wir hier in die... da ist viel im Interface, ne? Gehen wir in die Siegelkammer. Ich weiß nur, dass wir die ersten zwei Layer machen müssen. Aber ich weiß nicht mehr, was als Layer bezeichnet ist. Ich weiß ja, welche Bosse es sind. Also finden wir schon raus. So. Chalice Dungeons. Sind zufällig generierte Dungeons, aber scheinbar mit festem Layout. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele. Und es ist zufällig, welchen man da bekommt. Oder so. Keine Ahnung, irgendein Kommentar hat sich da unter dem letzten Video ausgetobt. Und ja, das ist eigentlich so gefühlt unendlich spielbarer Bloodborne-Content. Wenn man das Spiel so sehr liebt. Aber naja, man hat halt nicht so viel zu erkunden und alles. Es gibt hier auch Lampen, es gibt hier auch Koop. Gibt hier alles. Eigentlich ganz nett, dass es hier auch Koop gibt. Und es gibt hier natürlich auch Gegner. Und sehr merkwürdige große Räume.
ein Ratti. Ja, also Feuerschaden wird cool. Ja. Das ist ja auch so ein Stufe 1 Chalice Dungeon. Der sollte eigentlich gar nicht allzu schwer sein. Und es ist eigentlich so, ja, stellt sich einfach so wie so eine Binding of Isaac Ebene vor. Man geht halt einfach durch. Es gibt jetzt nicht irgendwie einen Shop oder so, aber es gibt halt so ein paar Sachen zu finden. Da in der Ecke liegt der Loot. Und es ist halt alles voll mit Gegnern. Die, oh, da macht ja schon gut Schaden, der Junge. Ja, hier gibt es eine Heilung und Blutechos kann man sich hier auch ein bisschen zusammensammeln natürlich. Und am Ende der Ebene ist ein Boss halt. Messer. Es gibt hier auch geheime Wände. Genau. Die sind Chalice Dungeon exklusiv. Ich glaube, ich will hier gar nichts looten. Ich will mich einfach eigentlich nur durch die Ebene prügeln. So ein paar neue Gegnerarten gibt es hier. Es gibt hier auch, es gibt Bosse und sowas, die man nur in diesen Chalice Dungeons finden kann. Und für die Platin-Trophäe muss man die komplett durchspielen, gefühlt. Es gibt so eine Ebene Tiefe, die man erreichen kann. Und ja, das muss man für die Platin-Trophäe halt machen. Was ist ein Fetti? Den hatte ich auf dem Thumbnail mal. Ich habe einmal ein Video zu den Chalice Dungeons gemacht. Ach. Das ist gar nicht... Das ist fake. Ah. Ja, toll. Jetzt habe ich Gift drin. Danke. Entrüste auch mal meine Molotovs, bevor ich die noch aus Versehen werfe. Denkt ihr, ich treffe den? Oh, schade. Hör auf. Stecki. Ich bin hier einfach zu chillen. Ja. Was hast du? Blutedelsteine. Ja genau, Blutedelsteine kann man halt hier auch echt gut sammeln. Ich glaube, dafür sind die auch gut. Entriegelt. Irgendwo hat sich eine Tür zum alten Labyrinth geöffnet. Okay. Also ich habe irgendwo einen weiter Weg aufgemacht. Also war ich hier gar nicht richtig, will mir das Spiel sagen. Aber sind an sich eigentlich echt cool. Aber man weiß halt, dass hier nicht so viel krasses Zeug passiert außer den Bossen. So. Wahrscheinlich da am Anfang, wo ich die Leiter nicht hochgeklettert bin. Bin ich da hochgeklettert? Ich weiß es nicht. Ah, da ist jetzt bestimmt offen. Und der weiter Weg. Ah, hier ist echt eine Tür. Kann ich die jetzt hochziehen? Ja. Wäre bestimmt versperrt gewesen dann sonst. So, habe ich jetzt die Ebene geschafft oder kommt jetzt hier noch ein richtiger Boss? Ich weiß es halt alles gar nicht mehr. Und toter Riese, hallo. Aua. Ich würde gerne mal diese Kombo ein bisschen ausprobieren. Oh. Ja, hat schon reingehauen. Aua, okay. Ich glaube, den konnte man parryen, den Jungen. Oder auch nicht. Na gut. Ich weiß nicht, warum ich nicht den Angriff gemacht habe, der was gegen ihn gebracht hätte. Ah, der Junge blutet ja wenigstens gut. Aua. Ah, der macht halt auch gar keinen Schaden. Finde ich auch gut. Aua. Versuche mal Dodge zu drücken und mache einfach gar nichts am Ende. Wie viel Blut aus dem rausspritzt, ne? Hallo, ich versuche dich gerade wegzuspammen. Hör auf, mich zu hauen. Danke. Untoter Riese erlegt. Expert Blutedelstein, Blutstein Scherbe 2. Noch ein bisschen Upgrade-Material. Und sind wir jetzt fertig? Oder wie funktioniert das?
bin aber nur sehr verwirrt. Dann geht's einfach weiter. Ebene 2. Naja. Genau, und jetzt bringen wir uns hier auch noch durch. Wir sehen uns beim Boss. Oder falls irgendwas passiert. Yo, schaut ihn euch an, den Wächter des Hebels. Er ist einfach eine riesige Kugel. Aua. Kugelkind gewinnt noch. Aua. Warte mal, Kugelkind, ich brauche meine Heilung noch. Was ist denn ein cooler Gegner? Aua. Der war immer nur seinen Arsch auf mich droppt. Aua. Was macht man denn dagegen? Ich glaube, ich würde sagen, einfach ausweichen und draufhauen, ne? Ja. Nackter Speckball überrollt mich hier. Schlimmer als alle Bosse. Entriegelt. Okay, haben wir die Tür geöffnet. Die habe ich schon gesehen. Naja, in Chalice Dungeons gibt es halt auch manchmal Kisten. Wie zum Beispiel hier. Ich dachte gerade, ich gucke mich noch ein bisschen um. Ey, ich bin so nicht in dieser Steuerung drin. Ich habe heilen gedrückt, während ich angreifen drücken wollte. Okay. Jo, wir machen echt viel Schaden an dem. Im Zackman. Danke. Was habt ihr hier? Ritualblut. Ja genau, wenn wir später halt dann die Codes eingeben für spezielle Dungeons, dann... Oh, es gibt Fallen scheinbar. Okay. Ja, das war's. Okay. Vorsicht vor Falle. Danke. Dann können wir solche Kisten halt finden und da sind auch spezielle Waffen drin. Wie zum Beispiel eine Waffe von einem bestimmten Jäger. Die ich gerne hätte. So. Hier ist die Tür und da sollte uns jetzt der nächste Boss erwarten. Feuerpapier funktioniert ja wahrscheinlich eh gar nicht mehr. Keine Gnade für Klecksdinger. Okay. Dann gucken wir doch mal durch. Ich glaube, ich weiß, welcher mich erwartet, aber... Hallo. Drei gnadenlose Wächter. Und der Wächterhäuptling. Ne, zwei gnadenlose und der Wächterhäuptling. Ah, okay. Ah, okay, denn sein Schlag ist ultra spät. Perfekt. Er hat mich zurückgeheilt. Hat einer von denen Gewehr? Hat einer von denen Gewehr? Okay, wir versuchen einfach, die wegzuparryen, würde ich sagen. Ja, funktioniert ganz gut bisher. Der mit dem Gewehr macht ja scheinbar nichts. Aua. Perfekt. Haben wir den auch. Den hauen wir jetzt kurz mal normal. Halt. So, voll geheilt. Ja, sehr schön. So, und jetzt haben wir den Mr. Schrot. Ja, der kann da bestimmt durchschießen. Ach, du hast auch eine Nahkampfwaffe, wenn du willst. Ja, zieh mal. Zieh mal. Komm. So ein schönes Gerät. Perfekt. Ja, dachte ich mir. Dass das gut geht. Bei Mr. Speckles. Lol, ich hätte ihn direkt nochmal parryen können. So backstabben. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Schwere Wurzelkelch und Expertblutedelstein. Genau, ich glaube, das mussten wir machen. Und jetzt können wir uns viele coole Sachen holen. Das ist das Minimum, was man scheinbar an Chalice Dungeon machen muss. Es gibt zur Erklärung nochmal. Es gibt bei Chalice Dungeons so eine fest vorgegebene Reihenfolge, die man runterklettern kann. Aber es gibt halt auch diese zufälligen Codes, die man benutzen kann. Ja, und das wäre jetzt zur dritten Ebene. Aber das ist ja auch eine Lampe, also nehmen wir die gleich mit. Genau, und wenn man diese vorgegebene Reihenfolge runtergeht, dann trifft man da einige Bosse, die man im Hauptspiel nicht trifft.
Beziehungsweise diese dicken Typen hier zum Beispiel sind ja... Und die beiden Bosse, die wir hier bekämpft haben, gibt's gar nicht. Im Hauptspiel irgendwie woanders. So, und jetzt haben wir freigeschaltet, was ich haben wollte, auf jeden Fall. Ach, die Kommentare hatten übrigens auch geschrieben, dass ich nicht mit Ludwigs heiliger Klinge beim letzten Mal gespielt habe, sondern Wintercracker. Als ich mit ihm zusammengespielt habe, deswegen kam mir die Waffe wahrscheinlich bekannt vor. Aber ich habe halt auch bei meinem 100% Charakter mit einigen Waffen gespielt, deswegen ist es wahrscheinlich alles eine sehr vermischte Erinnerung. Ja, ich hätte mir vielleicht mal ein paar Codes raussuchen sollen, ne, für die Dungeons. Es gibt diesen einen Dungeon, den jeder kennt, mit den richtig vielen Blutechos. Ich glaube 63.000 oder so, jedes Mal, wenn man reinlädt. Kann ich da jetzt einfach alles eingeben und hin? Ich bin noch nicht ganz sicher, wie die Chalice Dungeons funktionieren. Kann auch sein, dass ich erst noch mehr brauche, um überhaupt alles verfügbar zu haben. So, in dem hier. Vic63Y8 soll es zwei Waffen geben, die ich haben will. Du erfüllst die Anforderung für das Verlies mit diesem Kelch-Symbol. Ah, okay, also man braucht bestimmte Anforderungen, um in die verschiedenen Dinger rein zu dürfen. Okay, ich lese mich nochmal kurz in die Chalice Dungeons rein, weil da stehen einfach nur richtig viele merkwürdige Namen. Okay. Ich folge einfach einem YouTube-Video. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Wir brauchen den Code NZZN259G. So, da sollte es eine Waffe geben, die ich haben will. Ah, der funktioniert wirklich. Sumeranisches Labyrinth. Beitreten. Okay, gehen wir mal da rein. Suchen wir mal unsere Waffe. Naja, muss ich sogar extra nochmal auswählen. Spielen wir den doch mal. Ich habe keine Ahnung, ob die hier komplett OP sind, die Gegner. Es kann sein, dass ich einfach gleich gewone-hitted werde oder so. Ich weiß, dass ich durch die Tür möchte. So, weiter folgen wir mal dem Video nicht. Und wir suchen einfach selber. Wir finden schon heraus. Schön, dass die hier Hinweise liegen. Ist bestimmt auch so ein bekannterer. Ich wäre sehr erstaunt, wenn jetzt schon jemand beim Zusehen erkennt, so, ah ja, die Waffe. Guck mal, das sind Hundi-Gegner. Wie viel Leben hast du? Das ist wichtig. Wenn ich das jetzt mache und sein Leben verändert sich kaum. Puh. Okay, die sind sehr tanky hier. Weil wenn jetzt hier was Stärkeres kommt... Oh, 5000 Blutechos. Okay. Understandable. Vielleicht sollte ich auch noch einfach durchlaufen. Sogar der. Ja, okay. Die sind hier halt schon stark, die Gegner auch. Oh, mein Leben. Du hast nur ein Messer. Verdammt nochmal. Bitte hör auf. 4000 Blutechos für den Typen. Ja, und durch so ein Dungeon gibt es halt einen, wo ein paar Gegner runterfallen und man kriegt halt 63.000 direkt. Okay, ich gucke einfach, wo ich durchrennen muss. Okay. So, also. Er geht hier links, hier um die Ecke. Und da hinten in der Ecke ist eine Tür. Da kommen jetzt 1000 Monster raus. Genau. Wie kitet ihr hier so ein bisschen in den Raum rein? Okay, irgendwas ist irgendwo runtergefallen. Nehme ich auch. So, und dann geht er einfach nur geradeaus durch. Einfach nur geradeaus durch. So, und hier ist die größte Gefahr. Aber wir wollen einfach die Kiste öffnen und es aufheben, egal ob wir sterben oder nicht. Ja, ich hab's. Ah, mein Kopf. Wenn wir weiter Schultertasten drücken gegen Grabs, damit die nicht so lang gehen. Oh, die Spiders sind noch da. Ja, ich hätte mal vielleicht meinen Fluchtweg überlegen sollen. Aber gut. So, haben wir das geschafft. Okay, dann fliehen wir mal. Ich hab wahrscheinlich vielleicht nicht mal gesehen, was wir aufgehoben haben. Aber wir haben uns eine sehr späte Waffe aus dem Spiel geholt gerade. Und das ist nicht die einzige, die ich mir so holen will. Aha, Setsu Inde hat erfolgreich sich eine Waffe gegönnt. Okay, dann raus hier. Hab nicht mal die Lampe angehabt. Zum Traum des Jägers zurückkehren. Puh. Wir haben dadurch eine Waffe, die... eine Waffe, dessen Lore ich nicht zeigen will, weil die spoilert.
Eine Waffe, die 12 Geschick benötigt. Und wir haben nur 10. Hätten wir nur 20.000 Seelen gerade. Ja, gib mal 2 Level Geschick, bitte. Danke. Ist wichtig. Danach brauchen wir Arcane auf 15 für das ganze Zeug. So, jetzt können wir sie ausrüsten. Die unheimliche Begräbnisklinge. Eine gigacoole Waffe. Da haben wir sie. Einhändig so ein Schwert. Und als Trickwaffe eine Sense. Ich bin gekommen, um deine Seele zu holen. Ja. Ist auch echt eine der coolsten Trickwaffen. Hat eine Geschicklichkeitswaffe. Die habe ich auch noch nie gespielt. Aber ich wollte sie einfach mal haben. Hat die auch so eine coole R2, R1-Kombo oder so? Alles cool. Die ist schon eine sehr coole Waffe. Aber ich habe Geschick, werde ich halt, ich weiß nicht, die skaliert glaube ich sogar gut mit Geschick. Wenn ich mich recht entsinne, ja, mit C auf Stufe 1 und sobald die abgegradet ist, steigt es ja nochmal hoch. Also ist eine pure Geschickwaffe. Werden wir wahrscheinlich also nicht spielen, aber ich wollte sie geholt haben. Aber wir können unsere Blutedelsteine mal angucken kurz. Für unsere Waffe. Hier. Da haben wir ein bisschen was gerade gefunden. Stichangriff plus 11. Sticht die zu? Ich weiß nicht, ob die zusticht. Aber das können wir nehmen hier. Physischer Angriff plus 5% und Stichangriff hinzufügen. Ja, guck mal. Stichangriff hat die auf jeden Fall. Ja, machen wir mal das Feuer wieder weg. Scheinbar. Regenerieren wir halt Gesundheitspunkte permanent. Ist ja auch gut. So. Und der zweite, den wir rein wollen, ist 9NH EUVVZ. Genau. So, wenn das funktioniert. Und dann können wir uns da auch noch eine andere Waffe holen, die auch giga cool ist. Das sind die zwei Waffen, die ich mir auf jeden Fall über die Dungeons holen will. Ja, guck mal, hat auch funktioniert. Sehr schön. Ja, es gibt dann auch noch Dungeons, wo man sich halt diese Sockel für die Waffe holen kann mit bis zu 25% extra Damage pro Sockelslot. Damit kann man halt sehr stark werden, ne? Also ich könnte halt wirklich alles zerstören bis zum Ende vom Spiel, wenn ich das mir alles sofort jetzt hole. Aber nee, das lassen wir erstmal. Ich wollte eigentlich hauptsächlich die zwei Waffen hier rausholen. Ich guck kurz wieder im Guide, wo ich langlaufen muss und dann machen wir das. Okay, das wird schwerer. Aber hey, was macht man nicht für Waffen? Irgendeiner der Versuche wird schon funktionieren. So, wir wollen hier an dem vorbeidüsen. Das sind so ein paar Typen, an denen wir vorbeidüsen. Hier oben wollen wir nach links abbiegen. War da so ein riesiger Werwolf? Da finden wir es gar nicht erst raus, ne? So, jetzt ist hier so ein merkwürdiger Raum mit Hunden und wir wollen rechts an der Wand lang eigentlich. Ja. Gut, dass der nicht getroffen hat. Das hätte wehgetan. So, ein bisschen schneller hier sein. Tür öffnen. Und da ist... Da hinten drin ist der Loot. Komm, hüpf auf mich. Mach irgendwas Krasses. Okay, danke. Öffne die Kiste. Öffne die Kiste. Hol den Loot. Hol den Loot. Ja! Ihr habt's. Ihr habt's gesehen. Das Chicago. Chicagori. Oh Gott, das war dieses schreiende Ding da hinter mir. Der hat bestimmt gleich einfach in den Rücken erschossen. Oh, ich lebe noch. Cool. Ach, da ist so einer. Das ist eigentlich ganz gut. Weil die Sache von dem ist, der kämpft gegen alles. Weil der so aggro ist. Der kann die Gegner für mich theoretisch angreifen, wenn die hier reinkommen. Der droppt bestimmt 20.000 Blutechos. Oh, er rennt da rüber. Hat er Gegner gefunden? Ja, er hat Gegner gefunden. Lass dir schmecken. 9000 Blutechos. Die habe ich mir verdient. Hallo, kann ich mal gucken? Komm. Okay, das ist sonst nichts. Wir gehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich weiß sie sehr zu schätzen. Hey, Duna.
Folgt mir noch ein riesiger Wolf? Nein. Ich krieg tot. Krieg ich halt gar nicht, aber... Doch, aber langsam. Wie viele Blutechos man hier kriegt. Chalice Dungeons sind einfach ein Traum. Besonders die skalieren auch gar nicht mit New Game Plus. Also alles, was man in denen erreichen kann, kann man beim ersten Mal durchspielen machen. Mit New Game Plus bringen die gar nicht mehr so viel. Es gibt auch bei einem Boss einen Trick, wenn man den mit einem Eingeweideangriff tötet und direkt einen zweiten hinterher, stackt es sich irgendwie so richtig krass hoch und man kriegt dann so 500 Millionen Blutechos. So machen sich die Leute Max-Level-Charaktere. Ah gut, wir haben eine zweite Waffe aufgehoben, die ich wahrscheinlich auch nicht ausrüsten kann. Ja. die benötigt... Was benötigst du? 14 Geschick und 12 Blutfärbung. Das verlorene Chikage. Also die Waffe heißt eigentlich, die hier ist eigentlich Begräbnisklinge und die hier ist eigentlich Chikage. Aber in dem Chalice Dungeon findet man so alternative Versionen der Waffen, die andere Sockelslots haben. Die normale Begräbnisklinge hat halt nicht Stern, Dreieck, Stern, sondern andere. Genau wie das Chikage ist, hat eigentlich nicht Stern, Stern, Kreis. Ja. Aber so sind die in den Chalice Dungeons halt. Aber so kommt man früher an die Waffen dran. Und die normale Version von dem vom Chikage holen wir auch noch später. Aber die kann ich jetzt eh nicht ausrüsten. Außer wir holen uns noch ein paar Level. Wie bitte? Ich soll euch mal den coolsten aller Chalice Dungeons zeigen? Boah. Der ist aber halt wirklich fies. Ja, für ein Quality-Build ist es eigentlich echt praktisch. Der allerbeste Chalice Dungeons Dungeon ist der Kumpfk Dungeon. Der Kumpfk. Da gehen wir mal rein. Dort gibt es scheinbar sehr viele Blutechos, ohne dass man einen Feind töten muss. Zusätzlicher Ritus, Fragezeichen, Menütext, Fragezeichen. Ersteller Elias. Ach, irgendwer hat ihn echt mal erstellt. Tiefe 8. Gottes Willen. Okay. Ja, das ist der größte Cheat in Bloodborne. Ich werde nicht viel benutzen. Das wird das einzige Mal sein, dass ich reingehe. So, wir gehen hier rein. In diesen mächtigen Chalice Dungeon und gucken auf die Wand. Oh, da stirbt hier was. Na sowas. Schaut doch mein Leben an. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Chalice Dungeon ist. Aber 83.000 Blutechos. Ich habe keine Ahnung, warum ich ein HP nur habe in diesem Chalice Dungeon. Das ist wahrscheinlich so ein Modifier davon. Ja. Ne? So könnte man gut leveln auf je... 83.000. Ich guck mal gerade nach. Der letzte Boss... Also, die letzten Bosse im Spiel droppen so bis zu 130.000 Blutechos. Ist halt einfach so krank. Wo ist meine Puppe? Ich muss leveln. Ich brauche meine Quality. Allein, weil ihn so viele Leute vorgeschlagen haben, musste ich ja einmal reingehen. Und ich habe es noch nie selber gesehen. Ist halt richtig dumm, dass man sich da einfach nur hinstellt und es dann hat. So, was? 14 Geschick und 12 Blutfärbung? Und Arcan will ich ja eh auch leveln, ne? Ich guck mal nach, bevor ich hier meine wertvollen Blutechos ausgebe. Aber wenn ich mal Heilung brauche oder sowas, ist es halt die Lösung, ne? 14 und 12, ja genau. Also falls ihr selber Probleme im Spiel habt, jetzt habt ihr, glaube ich, eine Lösung. 89.000 Blutechos. Cool. Jetzt sind meine Level auch ein bisschen teurer. Aber passiert. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Danke. Geht gut, hättest du mir jetzt sagen müssen. So, da ist die andere Waffe. Die ist cool. Es ist ein Katana. Und wenn man die Special Form aktiviert, schneidet man sich ins eigene Fleisch und die Waffe macht dann so Blutungsschaden. Das sieht halt fancy aus. Das war die Waffe, mit der Wintercracker beim zweiten Mal gespielt hat, wo wir 100% gemacht haben. Wir haben die 100% zusammengeholt. Mit Chalice-Kram und so auch. Ja. Und ich verliere permanent Leben dabei, während dieser Modus aktiv ist. Aber sie macht halt extra Schaden dadurch. Jo. Das ist das Chikage. Ich kann auch eine der beiden Waffen auf plus 3 aufwerten und wir spielen mit der ein bisschen. Ich glaube, mit der Sense soll ich spielen. Würde ich spontan denken. Das Chikage finden wir später eh nochmal. 1, 2, 3.
So. 3 Edelsteine habe ich gerade nicht mal mehr für die. Okay. Ja, haben wir jetzt coole Waffen. Und wie viel hat der ganze Umweg gekostet? Ah, ich spiele erst seit 51 Minuten. Kurz am Anfang mal die Chalice Dungeons machen, ne? Jo. Ich hoffe, ein bisschen Heilung. Das heißt, jetzt kostet die Heilung auch noch nicht so viel. Da gibt mal 33 Heilung her. So, habe ich da erstmal genug. Okay, aber Leute, dann mache ich jetzt selber erstmal nochmal eine Pause. Und wir machen hier später weiter und gehen nach draußen und dann nach da in die Richtung, nach rechts. Und dann schauen wir uns an, wie wir mit der Waffe hier klarkommen. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Wir sehen uns nach einem Schnitt. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Bis gleich. Bitte, Bloodborne, lass mich wieder spielen. Ich bin doch ein guter Videogamer. Ja. Hinweis, Suchinfo konnte nicht aufgezeichnet werden. Wähle wiederholen für einen neuen Versuch. Bin ich gebannt, weil ich diesen Dungeon benutzt habe, den jeder benutzt? Gibt es ein Online-System bei Bloodborne? Angeblich soll ich die Konsole neu starten, das soll helfen. So, ich habe auch nochmal gegoogelt. Nebenbei. Ganz schön spannender Moment hier, nur um das Spiel wieder weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Es gibt keine Softbans in Bloodborne, also nein, man wird nicht gebannt in dem Spiel. Alles gut, bin wieder im Spiel. Und Online-Funktionen gehen. Ich würde es euch gerne beweisen, aber hier liegen leider keine Blutflecken herum. Wir werden welche sehen. So, wir gönnen uns jetzt ein paar Runen. Keine Ahnung, wie die Waffe so ist. Finden wir es heraus. Ja, das mit diesen 83.000 Seelen oder Blutechos werde ich nicht auf jeden Fall öfter machen. Heilungfarben kann ich mir auch so an Gegnern. Ach, guck mal, die Stöcke von denen brennen. Das ist die gebuffte Form. Sehr gruselig. 80 Schaden. Ja gut, aber einhändig kann ich halt den Stock parieren. Und das ist halt auch angenehm. Aber damage-mäßig ist der Stock nicht sehr gut. Was ich bisher so gesehen habe. Ah, aber die Heilung nehme ich gerne. So, ja, wir wollen auf jeden Fall hier lang. Es ist irgendwie... Wie viele Stunden sind vergangen? 6, 7 Stunden, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Aber wir kommen schon klar. Das ist doch schon meine. Achso, der hatte bestimmt Blut. Den haben wir bestimmt gelootet und dann haben wir nicht umgedreht, ne? Ja. Ist das eine Wurzel? Ja. Ich dachte, das wäre ein Hund. Die Folge wird heute scheinbar sehr lang. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ob ich den Teil davor schon schneide, aber habe ich noch nicht gemacht. Ich habe einfach allgemein Pause gemacht. Ja, wir kriegen es schon hin. Wir wollen das Stückchen hier auf jeden Fall in die Richtung fertig machen. Und dann. Haben wir eigentlich schon ziemlich viel erreicht. Dann können wir vielleicht Pal angehen. Sobald ich meine Runen habe. Dann sehe ich das genug als Challenge an. So, das Stück hier war eklig. Ich erinnere mich. Und ich habe das oft nur bei Nacht gesehen. So bei Dämmerung ist ja mega cool. Weil wenn man halt in der Kathedrale dahin mit dem Schädel interagiert, dann wird Nacht. Und dann sieht ja hier alles so ein bisschen anders aus. Ach ja, und hier sind übrigens Hunde mit Messern im Gesicht. Jo, als ob der mich gedodged hat. Gamer Dog. Okay, aber wir gehen erstmal hier schön am Rand entlang und jagen die Typen mit ihren Hunden. Aber ich glaube, die allgemeine Hunderegel einfach einen Schritt nach hinten gehen, funktioniert hier immer noch. Ja. Ich hoffe, die bleiben so. Oh, und ich freue mich so auf Elden Ring. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, ich glaube noch nicht. Puh, wollte ich mal zwischendurch kurz erwähnen. So, dann werden wir durch das Gebiet durch. Aber ich will ja den Loot haben, also sind wir nicht durch das Gebiet durch. So, hier rennen wir einfach mal blindlings in einen Typen rein. Was soll denn passieren? Ich würde halt gerne mehr mit der Form kämpfen, aber... Ich bin halt parierloser Loser dann. Boah, das sieht schon cool aus. Huch. Please don't shoot me. Ich bin doch nur der arme Sötze Inder. Okay, jetzt habt ihr es zu weit getrieben. Aua. Oh, oh. Okay, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Uiuiui, der hat ja Damage rausgedrückt, der Junge. Ich glaube, mich hat ein Hund gerade angreifen wollen. Ich wollte den Transformationsmove sehen, Leute. Ich wollte einfach nur sehen, wie der Transformationsangriff vom Schaden her ist. Ich bin auf jeden Fall kein so Sichelkämpfer. Obwohl ich sagen muss, dass die halt giga cool aussieht.
Das kann ich nicht verneinen. Quecksilberkugeln. Okay. Aber hey, jeder Part eine neue Waffe. Ich halte mich dran. Also nicht jeder Part eine neue Waffe. Das wird nie im Leben bis zum Ende funktionieren. Aber wir nehmen, was wir schaffen. Das nehmen wir auf uns. So. Da stehen drei Party-Dudes nebeneinander. Vier. Ja, guck mal, meine Transformation hat aber beide getötet. Das war cool. Na gut, zwei Schläge töten die auch, ne? Boah, so viel Munition. Boah, dafür lohnt sich der Wald hier. Noch Mark Asche auch nochmal richtig viel. Dickes Kaltblut. Dickes Kaltblut. Ja. Ich glaube, das habe ich mir auch so im Kopf behalten, dass hier in diesem Waldstück nichts Wichtiges ist. Aber, da ich so lange nicht gespielt habe, war jetzt nur noch in meinem Kopf, in dem Wald ist entweder was oder nicht. Jetzt sind wir sicher. Falls ihr irgendwas Wichtiges übersehen habt, dann wird es ja hier in der Gegend rumleuchten. Das ist der Hund, glaube ich. Ja, oder der Schütze. Nee, ich sehe kein weißes Leuchten mehr in der Landschaft. Sollte alles in Ordnung sein. Hoffen wir es. Ach, da ist noch ein Typ mit Hundi. Doppelhundi. Würde ich sagen, triggern wir die Hundis? So. Können wir nochmal einen Angriff? Dann wird der Nachhundi geschnetzelt. So. Ich könnte mir theoretisch den Sägespeer auch noch mit anderen Sockeln aus diesen Chalice Dungeons holen. Aber keine Ahnung, ob die Sockel, also ich bin nicht so in dem Sockel-Game drin. Alles, was Schaden erhöht, ist nice. Es gibt so bei diesem Blutmesser, ist glaube ich die Chalice-Version sogar die bessere. Es gibt zwei verschiedene übrigens. Es gibt ja verloren und, warte, wir haben sie gesehen. Unheimlich und verloren gibt es. Zwei verschiedene Versionen. Also es gibt auch ein unheimliches Chikage. Haben beide unterschiedliche Sockel und das Chikage ist, glaube ich, die Version sehr gut, weil diese ersten beiden Sockel Blutungsschaden erhöhen können oder sowas. Und das will man ja. Hier würde ich gerne die deutsche Synchro anmachen. Nicht aufgeben. Werde ich nicht. Hemwig-Knochenstraße. Schon cool, die Atmosphäre, ne? Oh. Wenn Bluepoint wirklich hier von Remake machen darf, weine ich erstmal ein paar Stunden vor Freude. Sind wir da drüben? Eine sehr auffällige Lampe. Nichts hier außer Frauen, darum muss dies akzeptieren. Schleimiges Ding. Okay, merkwürdige Nachricht. Machen wir einfach die Lampe hier an. So. Die da unten, die da lachen, die haben eine deutsche Synchro. Und in meiner Erinnerung klang die ultra merkwürdig. Deswegen wechseln wir mal kurz auf Deutsch und hören uns an, wie die lachen. Weil ich habe die so lange nicht mehr auf Deutsch lachen hören. Ich habe die nur mal in den Stream auf Deutsch gehört. Ich glaube, wo Holly, waren das Videos? Es können auch Videos von Holly gewesen sein. Da hat er noch Videos gemacht. Da hat er Bloodborne Let's Play gehabt und der hat auf Deutsch gespielt. Ich habe, glaube ich, schon immer auf Englisch gespielt gehabt. Ich kleiner Hipster. Englisch-Britisch. Wenn es hier noch amerikanisches Englisch gäbe und die alle dann so, yo, fuck you, brother. Das wäre ein interessantes Bloodborne. Das britische Englisch passt ja sehr gut. Ich habe noch nie, also ich habe das echt nie so aktiv gespielt, dass ich Deutsch aktiv gehört habe. Also die Gegner reden ja so ein bisschen. Deswegen haben die Dialoge. Bin ich mal gespannt. Ich Unhold möchte nicht brennen. Okay, die sagt einfach nur, brennt immer wieder. Das war jetzt aber nicht so schlimm. Die sagt, brennt. Brennt Unhold. Jetzt habe ich es einfach falsch in Erinnerung. Hey, jetzt weiß ich es wenigstens. Süß. Müssen wir uns die auch noch auf Englisch anhören?
Oh, ein Dreieck Edelstein. Guck mal, haben wir noch gar nicht gehabt. Blumentonte, laufende Augen. Sehr schön. Nö, ich hatte aber irgendwie so Chipmunk-Stimmen in Erinnerung hier bei denen. Aber die klingen echt normal. Hey Oma, wen nennst du hier Abschaum? Okay. Nö, die waren echt chill drauf. Wohin führt diese Treppe zu einem Fenster? Hallo? Hört ihr das Flüstern des Friedhofs? Dann ist es bald Zeit. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Nein, wir wechseln aber kurz. Allgemein, ich finde es jetzt echt nicht so schlimm. Besonders so allgemein, die Souls-Games haben eigentlich gute Synchros gehabt, ja. Aber Sekiro musste ja auf Japanisch gespielt werden und Elden Ring werde ich auch wieder erst auf Englisch spielen. So in meinem Kopf gerade. Ich weiß wahrscheinlich, dass ich es eh nie im Leben machen will oder würde. Aber in meinem Kopf gerade bin ich so, okay, wenn Elden Ring rauskommt, erstmal ein komplettes Let's Play für YouTube aufnehmen, zack. Das lade ich dann einfach täglich da seine 1-2 Stunden Folgen hoch mit Chill. Und dann, sobald ich das fertig aufgenommen habe, instant auf Twitch, New Game Plus starten und bis New Game Plus 7 einfach immer weiter durchspielen. Aber ist, glaube ich, einfach nur der Hype, der mir das sagt. Ich glaube nicht, dass ich bis New Game Plus 7 durchspielen werde. Erstmal auf der PlayStation dann die Platin-Trophäe holen. Ja. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang, wenn ich das Let's Play so fertig habe, danach auf die Platin-Trophäe zu gehen. Weil ich will halt ein normales Let's Play dazu haben, auf dem YouTube-Kanal natürlich. Das sogar an erster Stelle und danach können wir streamen, kann ich auf Twitch streamen oder so und ganz, ganz viel spielen. Did you hear the graveyard murmurs? Then it's almost time. Oh, I can't wait. I just can't wait. Ich hätte nicht gedacht, dass die deutsche Lache noch gruseliger geht, aber... Nice. Wissen des Verrückten. Ich hab's richtig gesagt. Hier ist eine Abkürzung für später. Dankeschön. Dann möchten wir jetzt... Möchten wir noch was machen? Nee. Und Kommentare haben übrigens auch gefragt, ob ich nochmal nach Gilbert schauen kann, ob da was passiert ist. Da ist noch alles gleich. Ich weiß, wann wir da nochmal hin müssen. Der Typ am allerersten Fenster, der uns den Feuersprüher gegeben hat. Meint ein anderer Kommentar, hey, du musst, red mal mit dem, der gibt den Feuersprüher. Also manche Tipps sind hilfreich, aber ihr solltet auch das Let's Play gucken, wenn ihr Tipps geben wollt, ne? Sag mal deine Dialoge, obwohl das kein Feuer, ne? Ich glaube, du kannst nur hauen. Mach jetzt auch bei meinen Angriffen. Wie fühlst du dich dabei? Ich habe einen Clown in meinen paar Stunden Pause gegessen. Okay, hier war irgendwas... Ja, Hund. Hund mit Typ, aber da oben... Oh, ich sehe sie. Oh, ich erinnere mich an die. Komm, beleidige mich. Sag, was ich für ein Abschaum bin. Boah. Und die heile mich mal. Danke. Komm. Ich will den Dialog hören. Ab. Don't die, sag ich. Okay. Ja, ist ja auch Dialog. Okay. Da hat sich einfach eine Oma rangeschlichen, die einfach mit Molotovs nach mir wirft. Ich verstehe schon. So. Aber da ist die gefährlichste aller Omas. Die Hammer-Oma. Ich als professioneller Hammerspieler weiß, was die gefährlichsten Gegner sind. Wurde aber auch weggeschmettert. Danke für die Blutfiolen. Und danke für das dicke Kaltblut. Wieso habe ich schon wieder so viel Heilung verbraucht? Ach ja, weil ich rumblödel. Okay, haben wir alle? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Können wir weiter nach da oben gehen. Da liegt noch Loot auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, hier kommt so ein Axtmann. Hm, fast. Steinmann. Da muss man aber schon sehr viel Selbstbewusstsein haben, um einfach da stehen zu bleiben, wenn der mit so einem Stein auf einen zuspringt. Danke für die Blutfiolen.
möchte mal nicht mit Molotovs abgeworfen werden, aber ich nehme das hier. Oh, Zwillingsblutstein-Dingsies. Wo können wir noch eine Waffe upgraden? Ich meine, für Bosse kann ich meine stärkeren Waffen nehmen. Aber für so die Gebiete komme ich auch so klar. Nice. Oh, bitte. Ich glaube, die Axttypen sind hinter dem Tor. Deswegen habe ich Axttypen in Erinnerung. Ja, da steht einer. Von einem Gerät verschlossen. Wie schon aus Instinkt gar nicht mehr an die Türen rangehe, sorry. Ich weiß halt, dass die zu sind, ne? Und ich weiß, dass ich, glaube ich, hier lang will. Riecht nach Überfall. Ja, lecker. Hier riecht Überfall so. Ah. Ja. Ich mach mal Überfall auf den Überfall. Das hat ja nicht gefallen. Warum, wenn man hier ein Jäger AFK steht? Zeit für Vögel und erinnerst du dich an Vögel? Ah. Ich höre sie. Ja, ich will gar nicht die Tipps von den Tipps, die am Boden liegen. Ich hoffe aber auf lustige Nachrichten. Aber ich sollte die, glaube ich, einfach allgemein meiden, damit sie mir nichts vorwegnehmen. Der Quality Hunter kommt hier gut klar. Ja, ich wollte mal sagen, ich höre noch einen. Wo hat der sich denn hin versteckt? Ich wollte gerade nochmal gucken, ob irgendwie man was mit Ton machen kann. Das war die Abkürzung, die ich gesehen habe. Ja. Sollte einfach nach da unten führen. Wo wir vorhin rumgelaufen sind, wo die Oma war und so, ja. Das haben wir uns jetzt aktiviert. Und wenn man in dem Gebiet Koop spielt, gibt es einen Gegner, der hier irgendwo spawnt, den man töten muss, der PvP-Geister beschwört. So funktioniert das nämlich im Spiel. Aua, Oma, chill. Ja, es spawnt immer so eine Frau, die eine Glocke läutet und die muss man töten, sonst wird man PvP invaded. Das ist eine auch super merkwürdige Mechanik, aber eigentlich mag ich es, umso kreativer und verrückter die ganzen Ideen sind. Mhm. Muss echt spät zuschießen. Was auch immer. Und die Transformationsangriffe irgendwie funktionieren hier nicht so. Weil ich immer gehauen werde, wenn ich die versuche zu machen. Gibt's aber bei dir auch so durchgehend Transformationen? Ach, es geht echt bei allen Waffen, okay. Und die haben getestet scheinbar. Ja, weil ich so das gewöhnt bin. Aber ist auch satisfying, einfach so rumzulaufen und immer wieder zusammenzusetzen und auseinanderzustecken. Okay, die Scheune. Bringt sie her, die Gegner. Nein, okay, ich nehm's zurück. Ach, so ein Hund. Aha! Und eine Oma. Geht der Hund aus seiner Scheune? Ja. Hat so böse geguckt. Aufladeangriff ist cool. Ich dachte, durch das Tor, was hier im Wind weht, dass noch ein Gegner kommt. Aber ich wurde geomert auf jeden Fall. Ich höre einen Rollstuhl-Opa. Kenne mich gar nicht mit. Warte mal. So. Da oben ist auf jeden Fall ein Rollstuhl-Opa. Ich kenne nichts, was sonst dieses bedrängende Geräusch macht. Na gut, dass wir unsere Laterne haben. Ja, die Fackel ist halt nochmal viel, viel besser. Da ist er. Das Gequietsche erkenne ich überall. Und hier steht die PvP-Glockenfrau. Das weiß ich. Hier oben drin, glaube ich, in dem Fenster und macht Ring, 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 Ring. Da will ich immer noch überall Stiefel und Schritte. War schön, wenn die hier überall extra in ihren Wänden haben. Merkwürdig, dass er sich auch immer dreht, während ich unter ihm durchlaufe, ne? Ah, schön, dezenter Hinweis. Oh! Was bist du denn für einer? Geben Sie Ihren Loot, kleiner Krabbelpeter. Diese Augäpfel sind für Chalice Dungeons Material.
damit man wahrscheinlich den besseren Kelch dann machen kann. Man findet aber, glaube ich, die ganzen Kelche, die man braucht, auch in der Overworld. Ich habe einen Hammerhinterhalt im Kopf. Hier an der Ecke, glaube ich. Ja. Die würde einen gerne runterschubsen. Hallo, was kannst du so? Oh, du bist ja langsam. Ah! Hallo? Alte Dame. Wollen Sie nicht angreifen? Runter mit dir, Oma. Geh mal ein bisschen raus. Dann kommen wir später noch hin. Es ist Castle Kanehurst. Das ist ein Gebiet, was ich im originalen Dark Souls 2, Dark Souls 2, Demon Soul, Bloodborne, Spielenamen, Bloodborne, Stream, nie gezeigt habe. Oder nie war, weil ich nicht gecheckt habe, was man da hin kann. Aber jetzt weiß ich's. Und das wird also neuer Content für die Leute, die selbst vor 6 Jahren, 7 Jahren bei mir geguckt haben. So. Hier ist, glaube ich, recht viel los. Ich will aber nur noch mal sicher gehen. Okay. Ich bin viel zu vorsichtig dadurch, dafür, dass die Gegner mit 2 Schlägen eigentlich kaputt sind. Ah ja, wäre interessant gewesen, das Gebiet auch früher zu machen. Vor dem ganzen Bloodstaff-Beast-Zeug und so. Viel zu spät. Er geht nochmal einen Schritt hinter, überlegt nochmal, was er macht. Und lässt sich parieren. Und ich heile mich einmal, weil er vielleicht 2 Heilungen droppt, wie immer. Ja. Oh, Hundi. Hundi. Ich brauche mein Leben. Da ich diesen Text auch der Blutfiolen jetzt da hatte, weil ich... Ja, da gehe ich nicht runter. Da war so wütend. So, haben wir hier was verpasst? Ne, ist eigentlich ein recht gerader Weg gewesen, ne? Ja. Okay. Der aufgeladene Sensenangriff ist echt stark. Und hat eine gute Distanz. Und es ist spaßig anzusehen, wie die Gegner weggepfeffert werden dadurch. Doi! Doi! So, oh, guck mal, ein bisschen Korn hier zusammengelegt. Schön. Komisch, dass es so menschenförmig aussieht. Sind ganz das Schuppen voll mit denen. Oma? Ich weiß halt, dass Oma da drüben noch irgendwo chillt. Da ist Oma. Oma, geh mal weg. So, wir müssen uns um Axtikus kümmern. Ich kann auch das Tor vorher öffnen. Aber ganz heimlich. Haben wir die Abkürzung auf jeden Fall. So. Dickes Kaltblut. So, kümmern wir uns erstmal um die Dicken. Kaltblütig. Aua. Ja, weiß warum. Ich liebe es, wenn die aber so 7-mal zuschlagen und man... sind stark. Ja, wir kaufen auf jeden Fall die Waffe gleich für 20.000 Blutechos. So ein bisschen wieder das Leveln gut machen. Der ist aber nicht komplett One-Hit, oder? Der ist nicht komplett One-Hit. Okay, nehme ich. Die ganze Heilung kann ich gut gebrauchen. Warum bin ich in alle Hunde gleichzeitig reingehüpft? Keine Ahnung, ich find's irgendwie lustig. Da ist der Letzte. Gedodged. Guter Hund. Eieiei. Aber wir haben es gut überstanden. Ich will aber auch nicht sagen, dass wir irgendwie echt hohes Level haben und stark sind. Nein, nein. Das ist völlig normal. Ja. Wie viele Level haben wir denn mehr? 5 oder so? Der Rest ist ja alles auf legalen Wege. Doofe Oma mit ihren Feuerflaschen immer. Danke für den Blutedelstein.
Ich glaube, diese Blutgesteine sind so, dass jeder Gegnertyp eine Chance hat, die zu droppen. Und verschiedene Gegnertypen droppen generell verschiedene Blutedelsteine. Jo, was ist das denn für ein Spot? Kann ich gleich dabei runterfallen? See. Ja, du mich auch. Was macht sie? Physische Schadensreduktion plus 3%. 3% weniger Schaden. Nee, danke. Ja genau, also... Warte, wir haben sie ja im Inventar. Genau, die haben so ein Level. Bewertung 1. Umso höher die Bewertung, umso stärker sind die. Ich glaube, die Bewertung geht bis 5 und... Geht die bis... Nee. Ich weiß es nicht. Die haben da auch nochmal was in Klammern dahinter stehen. Das ist ja Feuerblutedelstein 3. Aber Bewertung ist 8. Ist meine Aufnahme noch da? Ich habe gerade gesehen, dass die Capture-Karte gerade gespielt hat. Ich mache mal die Aufnahme neu. Sicher ist sicher. Junge, sind wir voller Blut. Erstmal kurz an der Wand gehen. Bis gleich. Okay, ich hoffe, es ist weg. So. Ja. Hier geht's später nach Castle Kanehurst, genau, aber dafür benötigen wir, glaube ich, erst irgendwas. Steht es hier an der Säule? Irgendwo stand es, glaube ich, sogar. Nö. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Jetzt wollen wir auf jeden Fall hier links die Klippe hochgehen. Und... soll ich euch einfach den Trick sagen, anstatt ihn zu machen? Weil ich meinte ja, hier gibt's was, wofür man keine Einsicht... haben sollte. Hier ist so ein Axtmann. Ah. Natürlich dreht er sich um. Aua. Danke. Ist schon schwer, so lange zu warten. Ich will immer angreifen. Geht doch so dazu ein. Ja, Sigmundsbrot, Stein, Blutfiolen. Ich höre den, glaube ich, schon hersteppen. Nee, ist nur eine Oma. Drei Omas. Foolish Oma. Oh, diese Animation dauert halt auch 10 Minuten, das zusammenzustecken und zuzuschlagen. Ah, danke für die 3 Molotovs. Das ist ein gutes Geschenk. Ich glaube, ich erwähne es euch, sag's euch einfach, weil durch Einsicht wird es ja einfach ein bisschen schwerer eigentlich das Spiel, deswegen will ich die nicht wegwerfen. Hier sind wir, okay. Rollen ist effektiv. Tada, Blut unter Fässern. Hallo? Ich sehe zwar nichts, weil es hier super eng ist, aber du bist mir gerade in die Hand gelaufen. In die Waffe. So, hier unten ist ein Bosskampf. Die haben, glaube ich, keine Cutscene? Nee. Du bist am richtigen Ort, darum musst du dies akzeptieren. Ohne. Dafür sind wir da. Hier gibt es einen Boss. Der Boss ist sehr tricky, wenn man ihn alles allererste Mal macht. Wenn man, umso mehr man von diesem Boss weiß, umso einfacher wird er gefühlt. Aber er kann auch trotzdem noch, man kann Pech haben. Ja. Wenn man in diesen Bosskampf mit null Einsicht reingeht. Ich zeig's euch einfach, was passiert, wenn man mit Einsicht drin ist. Spawnt die Hexe von Hemweg. Lass dich ruhig parieren und töten. Aber ich will dir auffallen, du lebst, Leiste bewegt sich ja gar nicht. Ja, das hier sind so Shadowman, heißen die, glaube ich, einfach. Ich weiß es nicht. Aber der wirkliche Boss ist... Da, ich hör's. Hier irgendwo. Da ist er. Das ist der Boss. Das ist die Hexe von Hemwick. Und die ist der echte Boss. Und diese Schattenmonster, die hier spawnen, die beschwören die. Und das Lustige ist, dass die nicht spawnen, wenn man null Einsicht hat. Man kann die scheinbar nicht sehen mit null Einsicht. Und deswegen existieren die nicht. Und was man nicht sieht, kann einem nicht wehtun. Irgendwie so. Aber nein, die spawnen halt einfach nicht mit null Einsicht. Und... dadurch wird dieser Kampf etwas trivialer. Hallo. Da bist du. Komm her. Kleines Öbchen. Gleich habe ich dich.
da spawnt wieder einer. Hallo? Man kann vor denen auch einfach weglaufen, okay, natürlich. Aber die lassen sich auch super einfach parieren. Das einzige... Oh, ich weiß nicht, was das mit der Aufnahme ist. Ich starte vielleicht gleich mal PC neu. Oh, da ist er ja. Hallo? Oh, oh. Ich den einen mit der Rolle weggekickt habe durch den ganzen Raum. Ich starte gleich alles neu auf jeden Fall. Da ist er. Da, habe ich dich gefunden. So. Easy. Das ging doch ganz gut. Die Shadow Man haben uns nicht allzu sehr genervt. Warum spawnen hier weiter, Shadow Man? Eine zweite Lebensleiste. Ja, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich habe eine der Omas schon gehauen und da kam kein Schaden. Es gibt zwei von den Hexen. Und die schießen so einen Fesselungszauber, daher weiß man auch immer gut, wo sie sind. Aber ich muss sie trotzdem mal suchen. Ich guck immer hier oben, weil hier oben die nervigste Position ist. Oh. Oh. Ja, lass mich bitte raus aus der Fesselung. Da kam sie. Ach übrigens, die Tote belebt sich auch wieder. Mit minimal HP. Weil es nicht stressig genug ist, hier mit einer Oma alleine rumzurennen. Ja, lass mich aber heilen. Komm hier weg. Ich muss Omas handen. Da ist eine. Da ist die andere. Vielen Dank für deine Ankündigung. So, bitte geh nochmal eine Runde schlafen. Ich muss deine Schwester suchen oder so. Hier auch einer rumrennt mit der Ludwig-Klinge. Du musst die Musik echt lauter stellen, ne? Die fällt mir nicht auf bis jetzt so. Vielleicht fällt sie mir auch wegen dem Chor auf. Der ist aber auch echt cool. Also runterwerfen macht es echt gut für Schaden machen. So, jetzt wird die Oma aber aufgeladen, schlagt. Wo ist sie? Da ist sie. Ach, die kann man? Wusste ich gar nicht. Ja, Oma weg. Heute erlegt. Ihr könnt gehen. Danke. Blutunterlaufener Augapfel. Ey, ich fixe es nach der Folge. Oder nächste Folge wird es weg sein, dieses Bildschirm blinken. Ich schreck mich da aber selber, weil der Ton auch für mich weg ist. Alle voraus. Ja. Das waren die Hexen von Hemwig. Ich suche euch mal die Augenauslöffel-Animation raus. Oder? Nee, ich zeig die euch einfach irgendwann. Ach, das ist doch auch egal. Die packen halt und löffeln im Gesicht so bei einem rum. Er sieht nicht super brutal aus, aber ich glaube, der spritzt so ein bisschen Blut rum und so. Erinnerst du dich an Freund? Vorsichtig behandeln. Jäger. Papa? Nein, keine Ahnung. Ist ein Jäger. Papa, dich suchen. Das Runenwerkstattwerkzeug. Zeit für Runen und das verdanken wir Freund. Wer ist das? Wenn hier alle hinposten, dass das Freund ist, dann muss es ja ein guter Bro von uns sein. Ein Brosinski. Ja, dann mal ab in den Traum des Jägers. Wir haben den linken Part fertig abgeschlossen. Wie gesagt, kleiner Weg eigentlich. Und der Boss ist halt auch so ein optionaler Easy-Boss. Aber will man die Runen optional weglassen? Ich glaube nicht. Ach, guck mal, 25 Einsicht. Oh, sind richtige Einsicht-Gamer. Bald haben wir 30. So, und das können wir jetzt hier benutzen, diesen Tisch. Kerl-Rune lernen, um unheimliche Stärke zu erhalten. Und wir können jetzt ein Schwurgedächtnis ausrüsten. Ich glaube, das sind sowas wie Eide. Boah, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Eide aus dem Spiel. Und wir können, ja, in die drei Slots jeweils eine Rune ausrüsten. Also können wir machen mehr Blutechos von Eingeweideangriffen. Mehr Echos von gefallenen Gegnern. Und zum Beispiel stärkere Bestien. Rune, weil mehr Fiolen und mehr Quecksilberkugeln brauche ich nicht. Ja. Bessere Bestien, Tabletten. Genau. Und es ist einfach passiv-aktiv. Das sind Runen. Super easy, super simpel, super stark.
Gibt von allen Runen 3 verschiedene Stärke-Level, glaube ich. Und das erkennt man daran, wie stark diese Rune graviert ist. Steht nämlich nicht genau dabei. Aber ich glaube, wir haben von allen so ungefähr die schwächsten. Ja. Was man jetzt kaufen kann. Ritualbuch sogar. Bin ich bei Verkaufen? Nö. 60.000 Blutechos. Achso, Sachen, die ich einfach einmal hatte, werden hier scheinbar auch verkauft. Generell. Okay, wusste ich nicht. Aber ja, holen wir uns mal Ludwigs heilige Klinge. Nice. Die nächste Folge wird eine Ludwigs heilige Klinge-Folge dann. Scheinbar. Gewundener Stock will ich gar nicht anfassen. Der ist echt nicht so stark. Aber ich hole ihn mir, um ihn zu zeigen. Das kann ich machen. Aber ich will keine Folge mit ihm spielen. So. Dann wollen wir noch Ludwigs Gewehr zeigen. Die Repetierpistole, die Donnerbüchse. Und dann haben wir alle Gewehre auch gekauft. Und dann kaufen wir uns noch die Janam-Jäger-Kleidung. Und vielleicht kaufen wir uns irgendwann noch das Grabsuchergewand. So. Ja, liebe Leute. Liebe Leute, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir machen gar nicht mehr so viel jetzt hier, weil wir Waffen angucken und so können wir beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Hihi. Dann schreibt mir einen Kommentar, dass ich das mir die Waffe zeigen wollte. Und ich gucke nochmal hier durch. Hier gibt es nochmal Blut unterlaufene Augen zu kaufen. Henrix und Gascoins Kleidung. Nichts Neues. Okay. Tschüss. Steht hier drauf, schau mich bloß nicht an. Ja gut. Dann war das eine sehr erfolgreiche Folge Bloodborne. Wir sind so stark wie noch nie. Wir haben absichtlich mit einer Geschicklichkeitswaffe gespielt, die wir auf +3 gemacht haben. Ja. War nett. Beim nächsten Mal entweder mit dem Sägespeer wieder, der... Kann ich... Ja, 30 Schaden mehr hat pro Schlag halt. Okay, 30 Schaden pro Schlag ist schon viel mehr. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare, weil das war eine sehr ertragreiche Folge und beim nächsten Mal können wir theoretisch den Nachtzyklus in Janam einleiten. Außer die Kommentare sagen mir noch etwas, was ich vorher machen sollte, aber ich glaube, wir haben alles getan. Achso, Baal, Baal, ja. Dunkelbestie Parl wollen wir noch töten, ne? Okay, dann fangen wir beim nächsten Mal mit der Dunkelbestie Parl an. Vielleicht kriegt die eine ganze Folge, was weiß ich, wie lange ich für die brauche. Und dann holen wir uns die Waffe, die wir nach Pal bekommen noch. Freue ich mich auch drauf. Und eine Tonitrus-Folge kriegt ihr auch noch. Weil Tonitrus ist auch eine coole Waffe. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Zimbelmann. Und euer Sir Zylinder.